Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Storage Hunter Simulator. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gut, ja, wir haben heute einen straffen Plan vor uns. Das heißt, wir holen das hier mal alles raus. Das nehmen wir nämlich mit. Und wir wollen jetzt erstmal ein bisschen analysieren, was wir hier noch haben. Und wir wollen natürlich unseren Tisch abholen. Also irgendwie, ich tue mir da ein bisschen schwer. Normalerweise tue ich mir gar nicht schwer mit irgendwelchen 3D-Sachen. Aber hier, ich weiß nicht genau. Also da habe ich mir ein kleines bisschen, egal. Gut, getankt haben wir ja gestern. So, wir haben heute Samstag in der Woche 3, haben 8000 Euronen auf dem Teller. Haben noch ein paar Euronen im Endeffekt bei der Analyse. Ja, Schlosser. Wir können das Schloss noch machen. Das machen, ist 9, Kollege. Um 9. Um 9. Warum macht ihr erst um 9 auf? Gut, egal. Notfalls fahre ich halt doppelt. Egal, ist wurscht. So, einmal Scharnips, Scharnäusel für euch oder für uns. Und dementsprechend bis gleich. Ui, 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 ui. Das war Glück. Ich habe euch ein bisschen früher dazu geholt. Denn mir liegt was auf der Seele. Denn ich bin total gehypt auf den LS25. Wenn diese Folge rauskommt, ist der bereits der zweite Tag, dass der LS25 verfügbar ist für alle. Ich habe jetzt die ersten Berichte gesehen, die ersten Reviews etc. pp. Und ohne Blödsinn, ich bin da total gehypt drauf. Ja. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr das auch so seht wie ich. Aber ich bin da total... Wie habe ich total gehypt, ja. Dementsprechend kann es sein, ich habe es ja vorbestellt, kann es sein, dass, wenn wir gerade hier, oh, Tisch ist gut, wenn wir jetzt gerade hier zusammen Storage Hunter Simulator schauen, dass ich parallel, parallel ein kleines bisschen abweiche und den Landwirtschaftssimulator spiele. So, was haben wir denn? Wir haben Sport. Sport haben wir nicht, ne? Sport haben wir nicht. Das können wir auf jeden Fall dann hier verkaufen. Ja, genau. Da war ich stehen geblieben. Die steht immer noch da. Ich bin jetzt langsam gerade ein bisschen verwirrt. Wieder einbringen. Ja, wie gesagt, da stehe ich jetzt voll drauf aktuell. Das, die Sachen, die ich gesehen habe, Wahnsinn. Ja, und das war so... Finde ich cool. Wie gesagt, ich freue mich drauf und ich bin mal gespannt. Ich werde es wahrscheinlich auch spielen parallel, wenn ihr gerade die Folge seht. In gewisser Art und Weise. Aber ich werde natürlich meine weiteren Folgen nicht vernachlässigen und dementsprechend euch mit weiterem Content versorgen. Natürlich nicht mit LS 25, das machen relativ viele. Außer ihr sagt, ihr wollt es auch sehen bei mir, dann würde mich ein Kommentar freuen. Wenn ihr das auch gerne sehen möchtet. Oh, das ist ja interessant. Was ist das denn hier? Das ist gar nicht aus richtigen, das ist aus Metall. So, das ist alles Kunst und Krempel. Ja, das heißt, wir fahren zu der anderen Auktion. Hier, zum anderen Verkaufsladen und vercheckern das gerade hier. Ja, wie gesagt, schreibt dann einfach in die Kommentare, ob ihr das auch sehen wollt. Wie gesagt, ich persönlich bin total gehypt. Ich freue mich extrem drauf. Ich freue mich auch vor allem, wie das mit den Helferlein wird. Und ob es... mal was anderes wird. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben ja Cosplay und Autodrive. Dem möchte ich natürlich nicht den Rücken kehren, weil ich es persönlich sehr gut finde. Bis die ganzen Mods rauskommen, wird es eine Zeit lang dauern. Auch die Modkarten, bis die rauskommen, die wir kennen. Natürlich werden wir ein paar Tage noch ins Land ziehen. Aber ich denke, das wird alles schick und schön. Gut, ich verkaufe dir alles. Warum? Weil ich brauche Punkte. So, 134, 145, 149, 654. Ja, leck mich nieder. Aber hier, guck mal hier. Da sind wir fast auf Level. Fast auf Level 11. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir 9000. Lass mich kurz mal in die Auktion schauen. Was haben wir denn? Wir haben hier Village People. Die können wir. Wir fahren nach Village People, Leute. Ich gebe jetzt Gas. Gas, nicht Bremse. Dass wir vielleicht 3 Auktionen machen. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Denn ich brauche auf jeden Fall Material im Lager. Ja, wir brauchen unbedingt Material. Oh, stopp. Ah, nee, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, da gibt es einen LKW.
Leck mich, da gibt's einen LKW. Wie geil ist das denn? Boah, da gibt's einen LKW. Sorry, Entschuldigung. Ich glaube, wir kaufen uns einen LKW, aber ich glaube, den können wir uns erst kaufen, wenn wir hier hoch sind. Nein. Oh Mann, halt, nixe. Oh Mann. Da gibt's einen LKW. Jubel, freu. Ein LKW. Ich krieg die Tür nicht zu. Gut. Oh Mann. Den müssen wir uns angucken. Ich denke, wir werden den heute in der Folge nochmal... Ja, auf jeden Fall. Den werden wir uns auf jeden Fall kurz angucken. Auch wenn es dunkel ist. Ich krieg die Tür nicht zu. Da gibt's mehr als nur den... Ja, cool. Gut. Kurzer Schnitt. Willkommen zurück, meine Freunde. Ein paar Meter früher dazu geholt. Ich werde ganz schnell beim Schlosser vorbei düsen. Und dann gleich in die Auktion, weil die können wir parallel machen. Sobald wir dort sind, dann geht es relativ fix. Da mache ich mir jetzt keine Illusion. Der Herr, gib her damit. Danke dir, ciao. Reingucken tun wir später. Die nehme ich jetzt einfach so mit. Und wir gehen zur Auktion. Hier, komm, rein damit. Hier, Gas geben. Gas, nicht Bremse. Hier, querfällt ein. Wo war die Straße? Die war, glaube ich, aufpassen. Oh, die haben einen LKW. Ich krieg die Tür nicht zu. Und ich habe gedacht, der Jeep wäre das höchste der Gefühle. Nein, es ist der LKW aktuell. Boah, wär ich hier... Nein, sag es nicht. Sag es nicht. Hier anmelden. Perfekt. Sag es nicht. Du willst es nicht sagen. Du sagst es jetzt nicht. Ja, ich sag's nicht. Komm, auf geht's. Wir müssen Gas geben. Okay, es sind ein paar Sachen dabei. Nehmen wir, komm. Nehme ich alles. Venga! Sehr schön. Yep. Mas. Okay. Okay. Echt jetzt? Okay. Ja, jetzt gehen sie richtig ab hier. Super. Okay. Hab ich irgendwas verpasst? Ist da irgendwas drin, was ich nicht gesehen habe? Menga. Hallo? Irgendwas drin? Okay. Boah, geht es gerade ab. Hemmo? Okay, Hemmo? The William. Ja. 1037. Ey, du kriegst doch die Tür nicht zu. Yeah! Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich über den Tisch gezogen haben. Was ist da drin, was da so viel Geld bringt? Das ist doch gar nicht... Das ist so, die nächste Auktion. Gleich her damit. So, wo ist die? Daneben dran. 1100. Oh, was ist das denn? Ein altes Geschütz? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Kann ich hier irgendwo? Ne, kann ich nicht. Okay, gut. Ich kann nicht näher ran. Also gucken wir mal, ob ich irgendwie die Kamera, ob es so einen Kameramodus gibt. Was ist das denn? Ist zu fast. Ein Geschütz? Das sind die neuen Equipment. Also ich finde gut, dass sie neue Objekte reinbringen. Ich hoffe noch ganz viel mehr. Es sind ja nach wie vor im Early Access, von daher gesehen. Es sind noch einige Sachen zu machen. Come on. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich krieg die Tür nicht zu. Yep. Ah, es ist jetzt wieder Pfeifen. Ah, nicht ganz. Okay. 500. Ich krieg die Tür nicht zu. Okay. 547. Okay, das haben wir. Perfekt. So, was haben wir denn hier alles? Militär, legendär. Eine legendäre Kanone. Und deswegen hätte ich wahnsinnig gerne ein Reparaturtool, was wirklich ultra ist. So, machen wir drei Auktionen. Komm. Ja, drei Auktionen machen wir. Wo ist die? Die ist da vorne. Sehr schön. Ich glaube, mehr wie drei brauchen wir nicht machen, weil so viele... Ja, es ist... wäre sonst ein bisschen zu viel. Ich fahre als erstes die Kanone weg. Ja, Badewanne, ein Bett. Das ist gut, das ist ein schönes Rig. Das ist schön für uns. Ja, das ist schön. Das ist ein Herd. Ja, das ist super. Das ist super. Komm her damit. Nimm wir. Jetzt haben wir viel Geld ausgegeben, du Holla die Waldfee. Da bin ich ja mal gespannt, wie es da weitergeht. Come on!
Oh, du hast ja einen schönen Oberlippenbart. Ein Oliber. Es sieht schon ein bisschen verranzt aus dagegen, ja? Ich sehe schon ein bisschen aus wie ein Hillbilly. So ein Redneck. Ho! Ey, warum sind die so hoch, die Preise? Yeah. Irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Come on! Ja, drei Lager haben wir gemacht. So, komm her, die nehmen wir da hin. Also die können wir auf jeden Fall. Haushalt ist super wichtig. Weil Haushalt kann ich sehr gut gebrauchen. Das ist Elektronik, ja. Das ist alles normal. Ich würde fast vorschlagen, meine Freunde. Das nächste, was wir machen, ist das Reparaturtool. Einzigartig. Guck mal, hier ist wieder einzigartig. Das ist Ausrüstung. Ausrüstung macht doch der andere, ne? Legendär. Ja, wie geil ist das denn? Ey, Leute. Was haben wir da alles bekommen? Ja, da haben wir was haben wir da? Da haben wir einiges bekommen, du. Finde ich cool. Ohne Blödsinn ist, hat mal was, ja? Zack. Davon haben wir zwei. Normal, normal. Was ist das hier? Einzigartig. Was haben wir hier wieder? Okay. Pass auf, den da kann ich nicht reparieren, ne. Dann mach mal die hier auf. Pack mal die hierher. Was haben wir hier drin? Kunst und Krempel. So, komm her. Dann pack mal das hier ein. Ah, da haben wir jetzt einiges bekommen, du. Lecco mio. Das ist cool. Ein Edelstein. Oh. Wie gesagt, wir müssen ein kleines bisschen Gas geben. Ob ich will oder nicht, ja. Ihr wisst ja, dass sonst haben wir hier noch irgendwas. Machen wir hier zu. Einmal safe. Komm her, hol das Auto. Dann fahren wir die erste Tour weg. Ja, genau, wir fahren die erste Tour weg. Hier, den hier. Wir wissen, dass das hier... Wie geil ist das denn? Oh Mann, wie geil ist das denn? So, warte, ganz kurz einstellen. Kann ich die Grafik, Gamepad, gibt es ja irgendeine Möglichkeit, hier diesen Fotomodus zu aktivieren? Nee, ne? Gibt es hier einen Fotomodus? Fahrzeuge? Nee, gibt es leider nicht. Schade. Das wäre natürlich richtig geil gewesen hier. Vielleicht so ein bisschen. So, dann auf geht's. Den fahren wir schnell weg. Das will ich jetzt als erstes machen. Dann habe ich den großen nämlich schon mal weg. Und dann fahren wir die erste Ladung bei uns in den Laden. Auf jeden Fall. Dann haben wir das auch erledigt. Das hat sich ja mal richtig gelohnt, oder? Ich habe was für dich. Ich komme noch mit viel mehr Sachen. Aber was... Oh, 150. Ja, ich will die auf jeden Fall, mein Reparaturwerkzeug, das ist, glaube ich, was wir als erstes machen, dass wir das einfach hochpushen, dann nehmen wir die 8000, aber dann kann ich es reparieren und dann ist es nicht mehr okay, sondern gut und dann kriegt man da viel mehr Kohle. Ich denke, da haben wir ruckzuck das Geld raus, was wir für das Ding bezahlt haben. Würde ich jetzt so behaupten, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aufpassen, Bett. So, komm her, Bett her. Bett. Komm her damit. Zack. Dann machen wir wieder hier Stapelei. Perfekt. So, die Badewanne. Warte mal, kurz drehen. Vielleicht stellen wir das so hin. Das ist ein bisschen ungeschickt. Sehr ungeschickt, würde ich sagen. Sehr, sehr ungeschickt. So, das sieht gut aus. Komm. Wir fahren schnell, komm. Ist egal.
Das müssen wir jetzt fahren, halt so viel wie wir müssen. Boah, ich freue mich auf den LKW. Die Frage ist, ob wir den LKW jetzt schon bekommen. Oder ob wir da wieder irgendwelche leveln müssen. Leveln müssen. Eine doppelte Verneinung, ja? Gut. Rein mit dem guten Stück hier, bitteschön. Läuft. Ja, komm, lauf. Es wird schon dunkel. Wahnsinn. Legendär. Ui. Ui, das war knapp. Also der Kurvenradius ist nicht gut. So, her damit. Na komm. Ne, okay. Schick ist anders. So, den packen wir dahin. Sehr schön, das ist gut. Dann einmal hier oben. Den können wir hier, glaube ich, schön hinstellen, oder? Perfekt. So, den packst du hier rein, hier. Aha, okay. Dann, warte mal. Kannst du bestimmt irgendwie drehen. Läuft. So, kann ich die aufmachen? Nee, kann ich nicht aufmachen, aber die kann ich hier hinstellen, hier. Und natürlich das legendäre Gemälde. Also da hast du jetzt hier einiges an legendäre Sachen. So, kurz mal reingucken, ob ich noch was verpasst habe. Ne, das ist okay. So, gucken wir mal. Wir fahren mal dahin. Ne, wir fahren erst zurück. Komm, das machen wir genau so. Komm. Wir können ja bis um 8 Uhr arbeiten, rein theoretisch, bis alles verschwindet. Ich glaube, 8 Uhr ist der automatische Rücksetzer. Ich packe das jetzt alles mal da rein. Und alles, was gut ist, ist gut. So. Da haben wir natürlich ein paar Sachen, die wir nicht... Aber er packt ja alles raus. Das sollte passen. Komm. Und den Rest nehmen wir dann mit. Ist das Bild rausgefallen, das legendäre Bild? Lass uns mal gucken, wo das legendäre Bild ist. So, alt. Alt. Nee, gibt's nichts. Okay, gut. So, wir gehen als erstes in die da nochmal rein. Weil da war ja nicht viel drin. Sagte er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Hier ist wieder ein Tisch. Zack, her damit. Hier ist wieder, was ist das hier? Also ein Haufen Zeug, was ich nicht selber scannen kann. So, zack. Hier wieder eine Kiste. Also wir müssen auf jeden Fall, was ist das hier? Was ist das denn hier? Eine Kamera. Legendär. Ey, wie viel Legendäre war denn da drin? Was war denn dein Job, Kollege? Was hast denn du gemacht? Was hast du gearbeitet, dass du so viel legendäre Sachen drin hast? Ja, kein Wunder, warum das Ding hier so mega war. Aber das stärkt mein Gefühl, meine Freunde, dass wir wirklich... Sofortverkauf, dass wir wirklich sagen, wir werden mit dem ersten Geld, mit den ersten 8000, die wir verdient haben, die legendäre Sachen auf besser als gut reparieren, ja. Auf normal gibt es ja noch gut. Ich glaube, mit dem nächsten Tool können wir das machen. Und das wäre auf jeden Fall das, was ich vorschlagen würde. Oh, wieder ein militärischer Zauberstab. Ah, schon wieder eine Prinzessin Lilifee, die geopfert wurde. So, was haben wir denn hier? Keramikhund. Okay. Ja, im Moment packe ich jetzt alles rein. Ich sortiere es nicht. Ihr seht es. Da wären Sachen, die ich jetzt rein theoretisch bei den anderen abgeben könnte. Um da noch ein paar Punkte zu machen. Das werde ich vielleicht bei einem... Was ist das denn hier? Katzen. Okay. Katze. Katze. So, was haben wir hier? Wieder haben wir ein Spielzeug. Da liegt noch was hier. Also hier liegt ein Haufen, also das hat sich richtig gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das nächste wäre normal und dann gut und daher würde ich, mein Vorschlag ist, dass wir auf jeden Fall die Sachen, die gut sind, also dass wir alles auf gut weiterentwickeln, weil da kriegen wir, glaube ich, richtig schön Kohle, Ole. Nee, komm, fahr nochmal, komm, auf.
nicht übers Bild fahren. Ja, mein, das ist ja natürlich jetzt hier. Hast du nicht gesehen, ja? Ich hoffe, er verkauft die Kisten nicht, die zu sind. Weil das wäre echt übel, wenn er die verkaufen würde. Lass ich mal kurz gucken. Ne, die ist noch da, okay. Da, die ist zu. Okay, gut. Die zu eine Kiste nimmt er nicht. Okay. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Sehr schön. Also noch 12 Gegenstände. Und wenn er die alle einlädt, das ist sehr gut. Oh Mann, wie gut ist das denn? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Ganze so gut läuft. Holla die Waldfee, du. Und was für Materialien, ja? Wieder ein Bild hier, ne? Da haben wir in der nächsten Folge einiges, was wir gucken müssen. So, komm. Das sieht gut aus. Ach, das ist gar kein normaler Tisch, guck mal. So, alt. Was haben wir hier? Nix. Okay, gut. Jetzt rein, das fahren wir noch weg. Dann machen wir den nächsten Kasten leer. Das ist leider ein ständiges Hin und Her. Es tut mir leid, aber mit unserem kleinen Auto. Also 3 ist schon eine Herausforderung. Gott sei Dank machen wir das hier bei uns in unserem eigenen Gusto. So, rein damit. Was haben wir? 10 Gegenstände. Alles andere, perfekt. Das kann er nicht. Jetzt haben wir wieder 13. Das heißt, wir haben noch 17 Gegenstände, die wir reinladen können. Und das ist jetzt der letzte Raum. Da haben wir noch gar nicht geguckt. Dann bin ich mal gespannt. Also im Moment ist es ein Drauflegergeschäft. Brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Aber wir haben so viel Zeug. Ui. So viel Zeug bekommen. So viel legendäres Zeug. 2 legendäre, 3 legendäre Sachen haben wir bekommen. Ist das nichts? Das ist Wahnsinn. Hier, Verkauf, Verkauf. Hier. Unbekannt, schlecht. Und das hätte ich halt auf gut gerne. Ihr wisst, was ich meine. Weil das ist halt schon, wenn es auf gut ist, hast du schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, so. Hopp. Hast halt schon mehr Möglichkeiten, ja. Dann kriegst du auch mehr Geld. Und das ist dann das, wo ich sage, da kriegen wir relativ schnell unseren Invest, den wir dadurch getätigt haben, diese 8000, kriegen wir wahnsinnig schnell wieder raus, ja. Natürlich wäre der, wenn wir vielleicht 13 haben, bevor wir verkaufen oder so. Also ich würde auf jeden Fall, müssen wir gucken. Also mein Ziel oder das Ziel, was ich jetzt mir gerade überlegt habe, ist, dass wir auf jeden Fall das Material nehmen. Also die legendäre Sachen, die werden wir auf jeden Fall auf gut machen. Das heißt, die werde ich nicht, na komm her, die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen, wenn sie nicht gut sind. Weil dann kriegen wir richtig Kohle und dann hat sich das auch wirklich rentiert, ja, muss man wirklich sagen. So, Hammer. I have a hammer in the morning. So, komm. Nein, 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 nicht, nicht, nein, nein, nicht backen, nicht glitschen, nicht, hier. Wieder eine Figur. Den Karate-Mann. Hier eine Kiste. Die ist auch wieder, können wir nicht machen hier. So, was haben wir hier alles? Das können wir. Das können wir auch wieder nicht. Also wir haben einen Haufen Zeug, was wir wegbringen müssen zum Scannen, ja. Macht mich ein kleines bisschen stutzig hier. Also Geld kriegen wir nicht sofort. Definitiv nicht. Guck mal, ein Fahrrad. Selbst das kann ich nicht. Einzigartig. Ah. Oh, Leute. Wie oft muss ich denn in die Stadt fahren? Vielleicht muss ich gar nicht in die Stadt fahren. Ne? Guck mal, legendär. Oh Mann, echt jetzt? Da kann ich nichts. Aber wirklich gar nichts. Guck mal. Null. Der Tisch. Ja, das ist schön. Der Tisch. Ich habe einen Tisch. Einen Tisch und einen Tisch. So. So, Tisch. Der ist auch repariert. Sag mal, was hast du nicht verstanden auf hier oben drauf liegen bleiben? So, was haben wir denn hier? Die Messer. Der Militär, den haben wir Gott sei Dank bei uns, den Militär. Meine Nase, wie viel Zeug, ja? Wie viel cooles Zeug, muss ich wirklich sagen. Deswegen haben sie am Schluss so viel geboten, weil es alles Einzigartiges. Das war gar nicht klar. Also, das ist schon großes Kino, ja, muss ich wirklich sagen. Was ist das hier denn? Da kann man hier oben reinschmeißen. Ich habe auch das Gefühl, wir kriegen gar nicht alles ins Lager. Hier, Kiste. Mhm. So,
So, da haben wir hier noch eine Spinne. Na ja, klar. Pass auf, lass die mal hier stehen. So, was haben wir denn hier? Aktuell haben wir hier nur 500. So, pass auf, wir fahren hier hin. Jetzt hoffe ich, dass ich da jetzt noch ein paar Sachen verkaufen kann, ins Lager stellen. Ansonsten ist hier alles voll. Ach, du meine Nase, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Alles das, was wir jetzt hier nicht reinkriegen und nicht verkaufen können, das muss ich dann bei mir ins andere Lager stellen. Beziehungsweise, warte mal, ich kann doch das Lager vergrößern. Halt hier, siehst du die Tür? Servus, ist schon wieder leer. Was habe ich denn? Komm, ich brauche auf jeden Fall ein größeres Lager. So, das haben wir gemacht und ich habe den hier, 2000. Gut, das musste ich jetzt machen, es tut mir leid, aber dann habe ich hier mehr Verkaufsfläche. Das ist jetzt natürlich jetzt suboptimal, dass ich jetzt das ausgegeben habe, das fehlt mir natürlich. Aber jetzt kann ich wenigstens einiges reinstellen, ja. Oh, was ist das hier? Wieso konnte ich das nicht? Wo ist das? Da ist es. Es ist weg. Nein, es ist weg. Jetzt ist es drin, oder? Ja, es ist drin. Hey, Gott sei Dank. Gut. Jetzt kann er doch das ganze Zeug. Das da. Wo ist es? Da ist es. So, haben wir drin. Ja, haben wir drin. So, dann einmal hier nochmal fahren. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir ein bisschen was zusammen haben. Ja, es waren die 3.500 oder was das jetzt war, nicht geplant. Aber ansonsten hätte ich das Zeug nicht reinbekommen. Es tut mir leid, weil wir haben so viel Zeug, was wir erforschen müssen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So viel Krempel. Wahnsinn. Wahnsinn. So, guck mal. Nichts davon, wirklich nichts, ohne Blödsinn, nichts davon konnte ich jetzt irgendwie, es ist, ja, ich muss alles scannen lassen, dann könnte ich rein theoretisch, na komm, na, war ja klar, dass du runterfällst, war ja klar. Okay, so, lass mich, ich fahre mal kurz weg, dann gucke ich mal kurz rein. So, hier gibt es nichts, da habe ich aktuell 600 Miese. Hier habe ich aktuell 200 Miese, wobei das allein das Fach bringt mir einiges an Kohle. Und okay, das bringt mir, das hat 200. Also rein theoretisch habe ich jetzt 2.000, 3.000 Miese gemacht. Aber gut, ist wie es ist. Gut. Ui. Gucke ich auf die Uhr. Das wird heute eine lange Folge, meine Freunde. Eine sehr lange Folge. Perfekt, gut. Also, wir haben einiges drin. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir... Oh Gott, was wir alles hier haben, ne? Haushalt, Schmuck. Also, ich denke, wir fahren als erstes zu Kunst, weil das ist so viel, wenn du guckst. Warum platzierst du das nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Warum platzierst du das nicht hier? Oder machst du das erst morgen? Ich glaube, der ist nicht mehr da, kann es sein. Aber immerhin, 1400 haben wir da bekommen, ja. Gut, dann lass es mal, ich glaube, der kommt, wird erst morgen wieder dekoriert, wenn das alles wieder da ist. Aber rein theoretisch könnte ich doch jetzt den hier reinsetzen. Ja, komm, akzeptieren. Pass auf, da können wir doch hier das... Das Bett kann ich da nicht hinstellen. Den Tisch kann ich da hinstellen. Wieso soll ich das Bett da hinstellen? Erklär mir das mal bitte. Okay. Da kann ich nichts hinstellen. Nee. Ich soll wirklich das Bett da hinstellen? Ach so, wird das hingestellt. Okay, gut. Noch irgendwas? Ja, die Sachen, die hier sind? Nein. Ach, guck mal, hier ist eine Vitrine. Oh, guck mal hier. Oh, eine Vitrine hier. Ui.
So, dann haben wir das auch gemacht hier. Das hier, gibt es hier noch was? Ne, hier haben wir die Sachen, okay. Hier haben wir auch, doch, den haben wir nichts hier. Was haben wir hier an der Wand? Den Schraubenzieher für 8, okay. Ne, haben wir nichts mehr. Ich glaube, wir sind, glaube ich, durch, oder? Was haben wir hier noch? Doch, die Kette. Dann haben wir hier das Futter. Ja, ich packe jetzt gerade mal alles rein, ja. Wenn wir schon hier sind, dann wird hier auch verkauft. 101 und 28, 28, ja, ist okay, komm. Nee, will ich nicht, nein, will ich nicht. Ich möchte hier 34, bitteschön. Ich denke, wir haben alles, ne? Ja, wir haben, glaube ich, jetzt jedes Regal mal geguckt. Ja. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt jedes Regal geguckt, ne, ist okay. Also wieder alles reingepackt, so wie es sich gehört. Also die Frage ist, was haben wir hier drin? Ein Haufen Zeug, ja. Also die müssen wir alle scannen lassen. Das ist auf jeden Fall okay. Wahnsinn, was wir hier alles drin haben, ne? So, ich pass auf. Überlege ich gerade. 10 Sachen kann ich reinladen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausrüstung und Militär, das können wir. Kunst. So. So, leg mal das hier hin. Ich habe mir überlegt gerade, deswegen packe ich es gerade ein bisschen übereinander. Weil das sind die Sachen, die wir auf jeden Fall alles beim Kunst abgeben können. 10 Sachen kann ich einladen. Bei mir im Lager. So, was habe ich jetzt? Mehr? 6 Gegenstände. Das heißt, ich könnte noch... Was macht die Kunst? Macht die und sie macht Mode, ne? Das heißt, den hier, das sind 9. Okay, das sieht gut aus. Ja, den hier, einzigartig. Also das könnte ich dann alles jetzt bei mir ins Ding laden, in mein Lager. Und dann werden wir morgen dann rein, theoretisch, wo ist es? Da ist es, 9 Gegenstände, das ist sehr schön. 9 Gegenstände. Es gibt keine Gegenstände in der Nähe. 9, okay, gut, das passt. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, dass ich auch alles drauf habe. Ruckzuck ist da irgendwas durchgeglitscht. Und dann liegt es irgendwo da und dann verschwindet es morgen früh. Da habe ich jetzt auch keinen Nerv dazu. Also das heißt, morgen würde ich mit euch als erstes die Sachen analysieren lassen. Da wir die bei uns nicht verkaufen können, würde ich sie auch gleich dem Händler vor Ort dann geben. Ja, wobei, ja, das wird wahrscheinlich dann ein bisschen dauern. Aber das wäre so eine Möglichkeit zu sagen, Happy Days. Wobei, mir fällt gerade auf, die kann doch gar nicht so viel machen, ne? Kann die nur 3 erkunden oder 6 oder wie war das? Weiß ich gar nicht. So, einmal bitte rein, müsste sein, 9 Stück. Perfekt. Das kann ich nicht upgraden, ne? Na gut. Also, wir haben einiges ausgegeben, sehr, sehr viel ausgegeben und brauchen, wie gesagt, noch 8000 in Summe, dass wir das Reparaturwerkzeug machen. Das heißt also, Leute, kurz mal reingucken, das Nachrichten, ja, das ist das hier. Das haben wir alles erforscht, das können wir alles abholen. Was ich gucken wollte, wäre das hier. Also wir brauchen auf jeden Fall 8000 für das Reparaturlevel 2. Das wäre dann das nächste auf Level 2. Dann sind wir hier Level 3. Ja? Upgrade auf Level 3, Upgrade auf Level 2. Wäre etwas, was ich auf jeden Fall präferieren würde, als erstes das hier, weil dann können wir die legendären Teile alle auf gut leveln. Und dann verkaufen. Ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall das Geld, die 8000 für das Ding, kriegen wir auf jeden Fall raus. Da können wir vorher gucken, was wir gemacht haben, was wir kriegen würden. Und dann machen wir genau dann mit dem hier das nächste. Das sieht gut aus. Gut, perfekt. Oi, war das eine lange Folge. Einmal schlafen gehen, meine Freunde. 3 Auktionen, 51 haben wir gemacht. Habe natürlich einen riesen Verlust gemacht. Ja? Aber der Billardtisch selbst, bestverkaufter Gegenstand, Billardtisch.
Achso, den stimmt, den habe ich abgegeben. Stimmt, ja, genau. 654, also klar, wir haben jetzt erstmal 3000 Verlust gemacht. Ich gehe davon aus, das Geld holen wir in der nächsten Folge wieder rein. Meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Like, gerne ein Abo, auch wahnsinnig gerne einen Kommentar und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss.